Fernab der deutschen Großstadt hat sich Daniel Brühl mit seiner Familie eine zweite Heimat aufgebaut. Der deutsch-spanische Schauspieler und Regisseur erzählt uns im bunte.de-Interview bei Moët & Chandon Dinner in Berlin, wie er versucht, seinen Kindern in schwierigen Zeiten ein Gleichgewicht zu verschaffen zwischen dem Ukraine-Krieg und einer unbeschwerten Kindheit. Also ganz schonend und langsam. Die da ranzuführen. Es gibt ab und zu Fragen, da wären die Antworten aber noch zu komplex und zu verstörend. Also das wird noch ein Weilchen dauern, aber irgendwann wird es natürlich dazu kommen. Und ich wollte halt auch nicht, dass das zu früh einprasselt auf einen Kinderkopf. Und deshalb, da wurde ich auch in der Presse leider falsch verstanden, als ja nicht, dass der Krieg in Spanien offensichtlich weiter weg ist als in Berlin, aber das hatte nichts mit meiner Antwort zu tun. In einer Großstadt sind alle Probleme omnipräsenter und der Druck ist da höher und auch das, was auf die Kinder da einprasselt. Und deshalb wollte ich es aufs Land ziehen und dass das Land, also die Natur, friedlicher ist, nicht Spanien jetzt friedlicher als Deutschland. Das kann ich ja jetzt im Nachhinein nochmal aufklären. Und genau deswegen hat er Deutschland auch nicht komplett den Rücken gekehrt. Also wir sind ja auch nicht weggezogen, das muss ich auch nochmal klarstellen. Ne? Das ist ja, wurde vieles ein bisschen falsch berichtet. Ich habe hier noch mein Tapas-Lokal und eine Filmproduktionsfirma, also ich pendel, aber ich verbringe jetzt mehr Zeit in meiner zweiten Heimat auf dem Land. Und das ist ganz toll zu sehen, wie dieser spanische Anteil jetzt auch nicht verloren geht. Also mein älterer Sohn spricht jetzt schon echt wahnsinnig gutes Spanisch und es ist toll, diese Verwandlung und diesen Übergang mitzuerleben. So war das für uns Kinder. Wir sind mit beiden Sprachen groß geworden, das wollte ich gerne weitergeben. Trotz des Pendelns versucht Daniel, so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen. Teilweise kann sie ihn auch begleiten. Wenn auch nicht immer, zu ihrem eigenen Wohl, wie der Schauspieler verrät. Genau, wir versuchen das meistens natürlich auch zusammenzutun und wegen beruflicher Aufgaben, die ich habe, geht das natürlich nicht immer. Vor allen Dingen, um die Kinder jetzt ja auch nicht permanent davon hin und her zu schieben, das wäre dann auch noch zu früh. Aber ja,